Bundes Gartenschau 2021 sie ruft. Bevor so viele Gäste auch hierher kommen können, muss noch allerhand gemacht werden. Bei uns im MDR Garten ist die Geschäftsführerin des Egerparkes und auch der Bundes Gartenschau 21, Katrin Weiß. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Es war eine sehr schwierige Zeit bislang und die Zeit wird auch nicht vielleicht leichter werden in der nahen Zukunft. Wie haben Sie die Pandemiezeit überstanden? Ja, wir haben natürlich waren wir vor einer Situation, die wir noch nie hatten. Wir haben uns entschieden, da die Zwiebeln sowieso in der Erde waren und die Tulpen schon ein Stück aus der Erde heraus. Wir pflanzen noch den Frühjahrsflor. Wir sehen heute, dass es richtig war, denn die Besucher haben jetzt ab 27. April haben wir ja wieder geöffnet. Mhm. Haben die was davon? Sie können am großen Blumenbeet langschlendern und sich erholen, die Natur genießen. Und auch wir müssen die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten. Wir haben im Haupteingang dafür gesorgt, dass unsere Kassen entsprechend ausgestattet sind, ja, mit Abständen und so weiter. Also das Thema Corona hat für uns nicht Halt gemacht. Und wir haben uns entschieden, weiterzubauen, manche Baumaßnahmen vorzuziehen, um dann zur Buga auch pünktlich fertig zu sein. Ja, Sie haben Geländepläne mitgebracht. Das ist eigentlich der Ursprungsplan, sage ich mal, das Ursprungsgelände. Es ist relativ klein geworden. Woran wird im Moment gebaut, Frau Weiß? Also wir haben jetzt im ersten Schritt so circa ein Drittel des Geländes offen. Gebaut wird noch am Rosengarten, am Südeingang, Irisgarten, vorm Gartenbaumuseum und an der Wasserachse. Mhm. Auch der Karl-Förster-Garten hier in dem Bereich. Die Besucher können erleben, alles, was hier rund um den Haupteingang sich befindet. Seit Montag auch den Spielplatz wieder. Da gab es eine große Freude. Ja. So peu à peu kommen wir dann dazu, dass wir bis Ende Mai wieder auch noch mehr Bereiche öffnen können, weil da die ersten Baumaßnahmen und Bepflanzungen schon abgeschlossen sind. Mhm. Alles das, was quasi so hell ist, ist dieser Baubereich. Das Dunkle ist der Bereich, den man als Besucher noch nutzen kann. Genau. Es ist jetzt nicht mehr ganz so viel. Wirkt sich das auch auf den Eintrittspreis aus? Ja, die Frage haben wir uns natürlich gestellt, wie wir da auch den Gästen entgegenkommen. Ja. Wir haben den Eintritt jetzt reduziert für diese Zeit auch auf 3 Euro für den Erwachsenenbesucher und die Kinder haben bis 16 Jahre freien Eintritt. Wenn wir dann wirklich auf das nächste Jahr gucken, 2021, die Bundesgartenschau, findet sie statt? Können Sie einfach diesen Schritt mithalten und sagen, wir schaffen das? Wir sind sehr glücklich, dass alle Baustellen weitergelaufen sind, trotz Corona, natürlich unter den Rahmenbedingungen. Wir haben keinen Stillstand gehabt, von daher sind alle Dinge planmäßig auch hier im Egerpark vorangeschritten und das stimmt mich optimistisch. Darüber hinaus haben wir im Jahr 2022, weil ja die Verschiebung auch diskutiert wurde, allein 7 Landesgartenschauen in Deutschland, die Floriade in Holland, die nur alle 10 Jahre stattfindet, also da auch nochmal im gärtnerischen Bereich einen großen Wettbewerb. Und von daher wäre es mein Wunsch, auch wirklich nächstes Jahr die Gartenschau durchzuführen. Und das wünschen wir uns auch und wir freuen uns drauf. Herzlichen Dank, Frau Weiß. Schön, dass Sie bei uns in der Sendung waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Danke.